Hubertus von Amelunxen ist Kulturwissenschaftler, Kurator und Autor und macht sich in seinen oder mit seinen Lehrtätigkeiten, Forschungen, zahlreichen Ausstellungen und ebenso zahlreichen Publikationen, besonders im Bereich der Fotografie, verdient. Ich möchte nur auf einige Projekte von ihm hinweisen. Das ist jetzt so eine kleine Auswahl, vielleicht eine Ausstellung, die ich nennen möchte, mit Fotografien von Cy Twombly, die 2012 in Brüssel stattfand. Eine weitere Ausstellung fand im Karlsruher ZKM statt, zu dem Thema Notation, Kalkül und Form in der Kunst. Und dann noch die große Fotografieausstellung Tomorrow Forever, Fotografie als Ruine in Krems und Duisburg lief sie damals. An Publikationen möchte ich eine erwähnen. Hubertus von Amelunxen hat eine Theorie der Fotografie von 1980 bis 1955 zusammen mit Wolfgang Kemp herausgegeben. Das ist gewissermaßen so eine Quellenanthologie zur Theorie der Fotografie. Er war bis 2018 noch, hatte er die Präsidentschaft der European Graduate School in der Schweiz inne, und wie ich jetzt erfahren habe, seit einem halben Jahr ist er Leiter des Archivio Cons in Berlin, eine, wie es jetzt nach der knappen Erzählung klang, sehr spannenden Sammlung mit Arbeiten der Fluxuskünstler und das Lettrisme. Ja, ich hatte eigentlich eine ganz kurze Anmoderation seines Vortrages mir so schön aus diesem sehr bildlichen Titel zusammengebaut, dass sie uns jetzt eine Schwellenkunde des Fotografischen bieten und oder wir zu hören bekommen, und dass sie im Zwielicht, im wirklich buchstäblichen Zwielicht, jetzt mittlerweile abendlichen Zwielicht, mit ihren Ausführungen zu Gegenwartspositionen in der Fotografie, so hoffen wir, etwas Licht ins Dunkel bringen. Jetzt gibt es einen anderen Titel, aber ich glaube, grundsätzlich wird sich da inhaltlich nicht viel ändern. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie heute für den Abendvortrag hierher gekommen sind, und ich bitte Sie, das Wort zu ergreifen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die freundliche Das Privileg, wenn man hier oben steht, ist Maske weg. Also kommen Sie alle irgendwann hier hoch, es ist sehr gut. Also ich habe, schönen guten Abend, ich habe in der Tat den Titel geändert, ich habe alles geändert. Das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass ich ursprünglich wirklich über diese großartige Sammlung der DZ-Bank was machen wollte. Und ich bin auch weiß nicht mehr wann hierher gefahren und habe mir viele Sachen angeschaut und die letzten Erwerbungen auch, die Sie gemacht haben. Und das kam mir aber dann ging das, wurde es vertagt, aus gewichtigen Gründen. Und dann habe ich mir gesagt, ich weiß nichts von der Zukunft, überhaupt nichts. Und wenn überhaupt, dann kann ich sie nur aus der Vergangenheit herauslesen. Also Sie werden jetzt erstaunt sein, wie weit ich in die Vergangenheit gehe. Und das ist meine Welt, muss ich sagen, und in der bin ich. Und ansonsten habe ich zwar mit die vier Bände, die bei Schumann-Mosel damals waren, zur Theorie der Fotografie, 1839 bis 2000, da habe ich den vierten Band gemacht damals, und Wolfgang Kemp die ersten drei Bände, und sonst viel mit Theorie gemacht und in der Philosophie gearbeitet, vor allem was die Fotografie anbetrifft. Aber das alles eigentlich verlassen, weil ich es viel spannender finde, mit Künstlerinnen und Künstlern, die jetzt arbeiten, direkt zusammenzuarbeiten. Das ist für mich das Schönste überhaupt, das so etwas tun zu können und dann zu schreiben und zu sehen, wo es hingeht. Also heißt es jetzt einfach nur Ansichten zur Zukunft der künstlerischen Fotografie. Und wir müssen immer den Rücken haben. Und ich freue mich auch hier jetzt, ich habe da gesessen, zu stehen und hier Jochen Hendricks zu haben, die Arbeit eine sehr schöne Arbeit ist,
und natürlich Jochen Gerz-Kauch auch da zu haben. Also beide mit der Geschichtlichkeit unserer, nicht des Bildes, sondern unserer Geschichtlichkeit umgehen. Also wenn ich selber aufgehört habe, zu theoretisieren, wie man so schön sagt, und immer mehr, was Sie erwähnt haben, einer Kunst verfallen bin selber, die noch gar nicht richtig begonnen hat, die heißt Fluxus. Die eigentlich, wie Sie wissen, 60er Jahre begonnen hat, in der Fotografie eine Rolle spielt, keine so bedeutende, aber eine sehr bedeutende Kunst. Also Theorie, müssen wir sehen, was es überhaupt ist. Kunst, ob eine fotografische oder eine andere, aber Kunst wird aus dem Begehren und der Not ihrer Schöpfung heraus so lange bestehen, solange es noch selbstbestimmte Menschen gibt. Die Theorie der Kunst allerdings scheint mir in eine Schleife gefallen. Katharina Sieverding hat vorhin so schön diese Zeitschleife gezeigt, in der sie ihren eigenen Kopf einbaut. In dieser Schleife befinden wir uns. Und wenn ich im Folgenden mit dem 19. Jahrhundert argumentiere, so eben deshalb, weil in seiner Zukunft, unserer jungen Vergangenheit, eine Kritik der Fotografie gesellschaftlich und politisch geladen wurde, doch offensichtlich mitnichten zu einem besseren Verständnis beigetragen hat. Vielleicht bin ich selber ins 19. Jahrhundert nach vorne gefallen. Wir gehen in zwei Schritten. Ich habe einen Text und nachdem ich diesen Text Ihnen vorgetragen habe, zeige ich Ihnen ein paar Bilder. Und solange schauen Sie auf den Rücken von Magritte mit dem berühmten Bild 1935, La Reproduction Interdite, die verbotene Reproduktion. Erlauben Sie mir, mit einer ganz persönlichen Erfahrung einzuleiten. Seit mittlerweile 40 Jahren erstehe ich Bücher und immer mal wieder auch Fotografien. Die Bücher sind oft erste oder seltene Bindungen französischer oder deutschsprachiger Literatur aus dem 18. Jahrhundert bis heute. Oder es sind für Bücher reproduzierte und in diese eingebundene Fotografien. Es wird geblättert und während Erzählungen und Romane ihre Geschichte und ihre Zeit über hunderte von Seiten entfalten, stechen Fotografie auch im Buch für mich, immer noch jetzt, schockartig als konzentrierte Zeit hervor. Nicht als Dauer, als konzentrierte Zeit. Als Kundige sowohl des Alphabets wie der Fotografie kennen wir die berühmten Beispiele, begonnen natürlich mit dem Pencil of Nature von William Henry Fox Talbot, zu dem symbolistischen Roman von Georges Rodenbach, Bruges la Mort, Ende des 19. Jahrhunderts, zu André Breton's Nadja bis hin zu den Romanen oder Erzählungen von Brinkmann oder W.G. Sebald. Die Lesbarkeit von Sprache und Bild, fotografischem Bild in diesem Fall, ist eine grundsätzlich andere. Gemeinsam aber ist ihnen eine Textualität oder, mit Foucault gesprochen, eine Diskursivität. Auch gilt für Bücher wie für Fotografien, dass zumindest ich sie als Ausgaben letzter Hand, wie es so schön heißt, bei Klett-Cotta, wenn Sie die Goethe-Ausgabe haben, Ausgabe letzter Hand, suche. Naiv gesprochen, dass die Menschen am Ursprung dieser Werke selbst noch Hand an sie gelegt haben können. Nennen wir es auf Fotografie bezogen Vintage. Kürzlich nun erhielt ich von einem Pariser Antiquar das Angebot einer Fotografie, die der belgische Fotograf Charles Nait, wahrscheinlich 1865, von Charles Baudelaire gemacht hatte. Wochen vor dem Hirnschlag in Brüssel, 2 Jahre vor Baudelaires Tod in Paris. Das Porträt erhielt später den Titel Baudelaire au Cigare. Das muss ich nicht übersetzen, Baudelaire mit der Zigarre doch. Während die linke Hand, das Bild sehen Sie später, während die linke Hand in der Tasche des Gehrocks versteckt ist, hält Baudelaire in der rechten Hand eine Zigarre. Signum der Zeit.
Zwei Bilder hatte Charnette von Baudelaire in Brüssel gemacht. Je einen Abzug widmete Baudelaire 1865 seinem Freund und Verleger Auguste Poulet-Malassis. Wobei Baudelaire über eines der Bilder, sozusagen als Epitaph, die Worte schrieb: Ridentem feriend ruinae. Es ist eine Paraphrase aus der dritten Ode von Horaz. Das Gedicht handelt von Horaz vom Schicksal Roms und lautet, die dritte Ode, si fractus in labatur orbis impavidum feriend ruinae. Wenn die Welt zerstört wird und entzwei bricht, ihre Trümmer werden ihn treffen, ohne ihn zu erschüttern. Das ist wahrscheinlich das, was Trump im Augenblick denkt. Ridentem feriend ruinae, lachend trifft er auf die Trümmer, betitelte Baudelaire seine Fotografie. Lachend trifft er auf die Trümmer. Stoisch hat Baudelaire dem Apparat, der jede Chronologie in Trümmer legt, widerstanden. Deutlicher lässt sich ein Anspruch der Kunst gar nicht formulieren. Dieser Abzug aber ist eine Photoglyptie, eine Weiterentwicklung der schon für die Galerie Contemporaine 1878 verwendeten Woodbury-Type oder Woodbury-Typie. In der Photoglyptie wird mit drei Druckplatten sowie in den Farben Rot, Gelb und Blau jeweils eingefärbte Gelatine das Klischee gedruckt. Der Fotograf Charnette interessierte mich weniger, auch zunächst nicht einmal die formale räumliche Füllung des Bildes durch den Körper Baudelaires, bestechend aber, das werden Sie später sehen, der Blick, sowie sein Widerpart, die in der Hand glühende Zigarre, als eine andere Zeitebene im Bild. Warum sage ich Ihnen das alles? Weil ich glaube, dass mögliche Antworten auf die Zukunft der Fotografie sich nur aus ihrer Vergangenheit heraus lesen ließen. Frage ich. Lesen ließen. Oder weil ich grundsätzlich einer Differenzierung zwischen künstlerischer Fotografie und anderer Fotografie als problematisch erachte. Da unterscheide ich mich von Stefan Godert. Muss ich mich nun vorsehen, als Bild nur das Fotografische und als ein fotografisches nur das Künstlerische zu sehen? Und wäre dann in der Benennung nicht schon jene Schwelle übertreten, die es zunächst und zuvörderst zu erkunden gilt? Schließlich heißt der Titel des Symposiums ja über die Zukunft der künstlerischen Fotografie. Vor 30 Jahren konnte ich die Ausstellung zu William Henry Fox Talbot in der neuen Nationalgalerie einrichten. Zum Ursprung der Fotografie aus dem Blickwinkel eines der Erfinder, eines neugierigen und umfassend humanistisch Gebildeten. Ein paar Jahre später dann in München gleichsam den dialektischen Widerpart, die Ausstellung Fotografie nach der Fotografie, Photography after Photography, über die Veränderung des künstlerischen Umgangs mit dem Medium Fotografie durch die damals schon längst eingesetzt habende globale Digitalisierung und den anstehenden Ersatz der Dunkelkammer durch die algorithmische Berechnung des Bildes. Die Vertretung und Verrückung des historischen Raumes durch die komputabile Generierung von Raum und Licht und damit von Zeit. Im Wesentlichen handelt es sich um zwei Schwellen. Jene zum technisierten, gleichwohl physikalisch-chemischen, aber indexikalischen tatsächlich Bild und jene zweite von diesem fort zur vollendeten Berechnung, Simulierung oder Generierung des Bildes durch bereits vorgegebene oder aber eigens programmierte Software. Was macht es aus, diese Schwellen zu erheben, sie zu betreten und einen anderen Raum zu öffnen? Fotografie ist ein Zeitbild und ist es auch dort noch, wo es seinen analogen Status gegen den eines analogonumerischen Bildes eingetaucht hat.
Ich benutze diese Formulierung analogonumerisch, weil ein Freund, mittlerweile verstorben, Bernard Stiegler in Paris, vor auch 20 Jahren, diesen Begriff gegen den Digitalen gesetzt hat, weil das Analogon immer noch vorhanden ist. Also analogonumerisch heißt, dass wir immer noch von einem phänomenologischen Analogon, das, was wir sehen oder zu sehen glauben, ausgehen und das ins Digitale übersetzt wird, ins Numerische, in die Zahlen. Die enge Verwandtschaft zwischen Fotografie und Zeit ist es auch, die jede Historisierung der Fotografie zu einem schwierigen, zweifelhaften Unternehmen macht. Bedingt sie doch eine Historisierung des Zeitbildes, welche das einzelne Bild ohne Rücklauf ebenso der Zeit zurechnet wie die Sekunde der Minute. Die Zeit des Bildes wird in Epoche, Stil, Kanon und Autorenschaft oder Autorinnenschaft eingeebnet. Die Falten werden gebügelt und Singularität wie Kontingenz des fotografischen Bildes im Kontinuum historischer Linearität aufgehoben. Doch mit der Zeit der Fotografie verhält es sich wie bei Juan Rulfos Roman Pedro Páramo, der das von Stecknageln durchlöcherte Bild seiner Mutter in der Hemdtasche trägt und jedes Mal, wenn er das Bild am anderen Ort an eine Wand pinnt, die Zeit von Neuem beginnt und einen magischen Raum nicht geschichtlicher, aber zirkulärer Zeit entstehen lässt. Jede Historisierung, jeder Kanon opfert den Augenblick. Für eine Geschichte der Fotografie als Bild der Augenblicklichkeit bedeutet dies eine Geschichte der unerlösten Momente, eben der aufgehobenen Zeit. Die Zeit der Fotografie ist, mit Wilhelm Flusser gesprochen, die Zeit des phänomenologischen Zweifels. Zu jeder Zeit einem Bild gegenüberzustehen, dessen Zeit sowohl das Ende eines Werdens ist, wie auch das Ende als ein Werden bewahrt, das ist der Zweifel und das ist das fotografische Paradoxon. Für William Henry Fox Talbot war das fotografische Bild nicht eindeutig. So wenig deutsam, dass er nach 1835 bekanntermaßen seine Erfindung wieder in die Schublade legte, bis er 39 von Daguerre hörte. Sein Interesse aber, einerseits die Fotografie wissenschaftlich zu nutzen, zur Erkundung dessen, was nicht gewusst, doch gesehen ist, andererseits eben zur Gründung einer neuen Kunst, die er selber, wie Etienne Jules Barret ein halbes Jahrhundert später sagte, nicht für sich beanspruchen wollte, sondern nur die Grundlagen für die Kunst einer Zukunft zu liefern gedachte. Der Einbruch aber des Fotografischen hat, wäre nicht da nicht der Markt, mit dem technischen Bild, das wissen wir alle, den Begriff der Kunst radikal überworfen. William Henry Fox Talbot, Etienne Jules Marais, Charles Baudelaire und Marcel Duchamp sind am jeweiligen Ursprung dieser radikalen Veränderung. Wollten wir diese Schwelle benennen und historisch situieren, so läge sie zwischen der Aufklärung, der Emanzipation von Verstand, Vernunft und Gesellschaft, jenseits kanonischer Überantwortung von ästhetischen Urteilen durch hierarchisch strukturierte Akademien oder Diskurse von Kunst und Gesellschaft, sowie auf der anderen Seite einer Romantik, die sich geistig wehrhaft gegenüber den Wissenschaften sowohl anverwandt wie auch zu ihnen antagonistisch versteht. Die blaue Blume der Technik, wie Walter Benjamin sagte. Doch nicht die technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerks stand im 19. Jahrhundert im Vordergrund, sondern dieser katastrophische Schnitt in das, was wir die Genese des Kunstwerks nennen können. Die Logik des Produziertseins, wie Adorno mal sagte. Mit der Fotografie hat das Kunstwerk keine Zeit mehr der Genese, die sich als ein dauernd bildender Prozess in der Zeit verstehen ließe. Ablesbar in den Schichten, Strichen, den Texturen und Fakturen des Bildes, die erst später, wenn sie längst das Atelier verlassen haben,
Zusammenwachsen, wie Panofsky einmal sagte, sondern diese Unmittelbarkeit, die Plötzlichkeit, der Schock, das poetische Faktum, wie Dalí es prägnant nannte, hat jeden Verlauf der Entstehung des Kunstwerks ersetzt. Dort zumindest, wo wir von Fotografie sprechen. Mit einer Unterbrechung, die wahrscheinlich Katalysator war, Piktorialismus, Symbolismus zwischen 1890 und 1910, wo deutlich formuliert wurde, dass die Kunst der Fotografie nicht in der Aufnahme, sondern in der Zubereitung der Aufnahme in der Dunkelkammer bestand. Nicht das Dargestellte, sondern die Darstellung das Kunstwerk bestimmte. Mit dieser Ausnahme, die erstaunlich kurz war, auf den ersten Blick furchtbar kitschig, weil es Genrebilder sind. Auf den zweiten Blick, wenn Sie in diese Geschichte hineingehen, werden Sie sehen, welche unglaubliche Abstraktion in der Zeit das Licht gefunden hat, war diese Zeit von 1890 bis 1910 des Piktorialismus. Abgesehen davon hat die Fotografie sich bis in die 60er, 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, cum grano salis, recht gleichförmig entwickelt. Fotografie hat sich überhaupt nicht verändert. Es gibt die Avantgarden, alles wurde ausprobiert, aber die Fotografie in ihrer Eigenheit des Silbersalzes hat sich nicht verändert. Und selbst in den Motiven gab es dann bis in die 60er, 70er Jahre kaum Veränderung. Wenig Veränderung. Da könnte man später noch drüber reden, natürlich. Gleichförmig sage ich ja, aber natürlich in den verschiedensten Richtungen, Stilen. Langweilig, wenn wir nach Stilen suchen. Da sie sich nach und nach allesamt dann der Eigenart des Mediums im Stil eben entfremdeten. Als Alfred Stieglitz die berühmte Frage an Marcel Duchamp 1922 stellte, was halten Sie von der Fotografie? Und er antwortete, das wissen Sie, lieber Stieglitz, ich verehre die Fotografie, solange sie uns die Malerei verachten lehrt. Bis ein anderes Medium kommt und uns endlich dann auch die Fotografie wird verachten lehren. Das war eigentlich die entscheidende Antwort, die dann später nur noch Walter Benjamin etwas weitergeführt hat. Und das war im Übrigen die Grundidee der Ausstellung damals, Fotografie nach der Fotografie, war dieser Satz von Stieglitz. Ist es so, dass wenn einmal das Digitale kommt, wir wissen heute, das ist nicht der Fall, dass sie uns die Fotografie verachten lehre und selber ein solches kritisches Potenzial im Künstlerischen entwickeln könnte, das über die Fotografie weit hinausginge. Das ist ganz gewiss nicht der Fall. Mich interessieren ästhetische Fragen. Nee, das lassen wir weg. In den frühen 50er Jahren des 19. Jahrhunderts, ich bin immer noch 19. Jahrhundert, forderte Gustave Le Gray vehement, die Eigenheit des fotografischen Bildes anzuerkennen und sie vor der Industrialisierung und Kommerzialisierung zugunsten der Kunst zu schützen. Die Fotografie, so Gustave Le Gray damals, sollte mit der Malerei, mit allen Künsten in den Museen ausgestellt, nicht separiert und die Menschen für den neuen Blick, für das neue Sehen durch die Fotografie erzogen werden, gebildet werden. Er war Mensch seiner Zeit, Gustave Le Gray, und dachte gewiss nicht an das Bauhaus 70 Jahre später, sondern an seine Seestücke, an die Sandwich-Techniken, wie er seine Bilder machte. Doch hätte der Ansatz durchaus ein entscheidender sein können. Es scheint mir heute wichtig, umso wichtiger als vorher noch, sich der fundamentalen Kritik an der Fotografie zu besinnen, die im 19. Jahrhundert unter anderem mit Charles Baudelaire einsetzte. Die Kritik Baudelaires gilt weniger der formal-ästhetischen Bewertung von Fotografien als den elementaren und von Baudelaire als fatal angesehenen Folgen für das Begreifen von Kunst überhaupt. Verbleiben die meisten Stellungnahmen zur Fotografie im 19. Jahrhundert in ihrer Argumentation im Netz der traditionellen Kunstkritik verstrickt, so zieht Baudelaire hingegen keineswegs einen Vergleich zwischen Malerei und Fotografie, sondern nur zwischen Bild
und Beschauer und analysiert die Rückwirkung der konsumtiven anstelle der kontemplativen Anschauung der Fotografie. Vor allen anderen, das hatte Benjamin später erkannt, führt Baudelaire eine Kritik der wahren Ästhetik, also der wahren Ästhetik, ohne H, der Auslage, und Fotografie ist ihr Bild. Baudelaires Kritik gilt der Bourgeoisie, die in der Kunst den Reflex, nur den Reflex eigener Bedürfnisse zu finden sucht. Anstatt das Einschneidende, gar im wirklich jetzt ernsthaft gesagt dekonstruktive, im derridaschen Sinne Potenzial des fotografischen Bildes zu erkennen. Das Credo, so Baudelaire, sei, Kunst habe die absolute Reproduktion des Realen zu bieten, folglich sei Fotografie die vollendete Kunst, so lautet der berühmte Satz, jetzt interpretiert. Baudelaires Kritik trifft die Technokratie der Sinnlichkeit, um einen Begriff von Wolfgang Fritz Hauck aus den 70er Jahren aus seiner Kritik der wahren Ästhetik aufzunehmen. Wie er dann vom Situationismus und Fluxus übernommen wurde. Die Avantgarden sind immer, wie wir wissen, alle nah beieinander. Die ästhetische Produktion assimiliere die ökonomischen Strategien und tausche den ästhetischen Schein des Kunstwerks gegen den wahren Schein der rohen Dinglichkeit. Das sind die berühmten Sätze aus einer doch sehr kritischen Zeit der 70er Jahre mit Hauck, was aber bei Baudelaire in seiner Anschauung der Fotografie vorweggenommen ist. Wenn es der Kunst um den Markt geht, bedarf es für den beschauenden Käufer der adäquaten Identifikationsangebote. Diese mit der Fotografie sind nunmehr, 19. Jahrhundert, aus ihrer ikonografischen Tradition entlassen und in dem Alltäglichen angesiedelt. Wie auch das Alltägliche, jetzt stehe ich zwischen der Arbeit von Jochen Hendricks und hinter der oder vor der von Jochen Gerz, die beide ja historische Arbeiten sind, Cahors und Attentat. Die Fotografie legt ihren Gegenstand der Anschauung traditionslos dar. Der nach wie vor entscheidende Satz Baudelaires lautet, und jetzt lasse ich das Französische weg, jetzt erst auf Französisch, aber ich tue es gleich in der Übersetzung, lautet 1859 in seinem Salon der Fotografie, ist es gestattet anzunehmen, dass ein Volk, dessen Augen sich daran gewöhnen, die Ergebnisse einer materiellen Wissenschaft als Produkte des Schönen anzusehen, nach einer gewissen Zeit die Fähigkeit einbüßt, beurteilen und empfinden zu können, was im weitesten ätherisch und immateriell ist. Baudelaires vorausschauende Bestandsaufnahme der Kunstrezeption setzt sich in der Tat bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts fort. Sie beurteilt nicht das Kunstwerk, sondern die Materialisierung des Werks und damit die zweckhafte Einbettung in die gesellschaftlichen Bedürfnisse der Betrachtung. Die Folgen sind andernorts hinreichend beschrieben worden. Von Charles Baudelaire zu Paul Valéry, der zur 100-Jahr-Feier der Erfindung der Fotografie sagte, also 1939, die Fotografie habe den Menschen daran gewöhnt, nur noch zu sehen, was zu sehen zu erwarten wäre und nicht mehr das zu sehen, was nicht existiert, gleichwohl vorher gesehen wurde. Von Abi Warburgs Bilderatlas Mnemosyne, wie er sagt, zwischen einschwingender Fantasie und ausschwingender Vernunft konzipiert. Panofskis dann 1930 in Aussicht gestelltes Totsagen der Kunst durch die schwindende Urteilsfähigkeit des Menschen. Wie Panofsky damals sagt, ich bringe das glaube ich später nochmal, wenn wir das Kunst und originelles Bild, Reproduktion, Original nicht mehr zu unterscheiden wissen, dann wird die Kunst tot sein, und fügt dann in dem schönen Satz hinzu, und sie wird nicht an der Reproduktion gestorben sein. Über Benjamins widerstrebenden Verabschiedung des Originals 1935 zu André Malraux's Diktum im Umfeld seines 47 begonnenen Musée Imaginaire, dass die Kunstgeschichte nunmehr
eine Geschichte des Fotografierbaren geworden sei. All dies ist bereits der Kritik Baudelaires von 1859 abzulesen gewesen. Und wie Walter Graskamp in seinem Buch über Malraux beschrieben hatte, bedeutet diese Geschichte des Fotografierbaren nichts anderes als, Zitat Graskamp, die Verwirklichung der imperialen Museumsidee Napoleons in einem großbürgerlichen Salon voller Weltkunst. Das ist Malraux Zeichen später. Und hatte da nicht ein bedeutender Künstler und Fotograf einige Jahre vorher bereits, 1972, über große Teile der Kunstwelt geäußert: Artist becoming bourgeois, making art for other than its own sake. Es ist Louis Bowles, aber es klingt wie Baudelaire. Wo stehen wir nun mit der Zukunft der Fotografie, der künstlerischen Fotografie? Können wir einmal absehen von den Umständen, Abständen, Zuständen der Kunstakademien, der Fotoschulen, der Biennalen und Ausstellungsmarathons sowie der selten auskurierten Kuratorinnen und Kuratoren, dann gilt es, Kriterien aufzustellen, die nicht vom Markt, sondern einzig von den Bildern selbst diktiert werden. Doch die Bilder sind stumm. Für das künstlerische Schaffen mag Bildung eine Bedeutung haben, ihre existenzielle Behauptung aber ist viel wichtiger. Nehmen Sie Arbrüt zum Beispiel. Es bedarf jedoch einer deutlichen Bildung, um Bilder zu sehen, verstehen und gar auch schaffen zu können. Wo ist sie? Und wie vereinbaren wir die elementare, jeder Kunst als a priori gegebene Zweckfreiheit mit der Funktionalisierung und der Politisierung des Bildes? Hätte man sich noch vor wenigen Jahren, noch gestern, vorstellen können, dass 4 Museen eine Ausstellung der Werke des großen amerikanischen Malers Philip Guston absagen, beziehungsweise auf das Jahr 2024 vertagen, von den Befürchtungen getragen, die Kunst Gustons könne missverstanden werden, weil Philip Guston seine Zigarren hat, wie Baudelaire im Übrigen und andere auch, und vor allem, weil er immer wieder die Kuckucksklane in den Bildern hatte, seine 40er, 50er Jahre Bilder. Tate Modern in London, National Gallery in Washington sind 2 der Museen, die diese große Retrospektive absagen bzw. vertagen. Unvorstellbar, dass so etwas geschehen kann. In 4 Jahren aufholen, was soll denn aufgeholt werden? Geht es für die Zukunft der künstlerischen Fotografie dann um eine Kommunikation, um ihre Kommunizierbarkeit? Sind wir uns nicht einig, dass Kunst eben weder Kommunikation noch Information ist? Und wenn in Düsseldorf bei einem jüngsten Ankauf von Fotografie für ein großes Museum, das sich im Übrigen Kunstpalast nennt, dem größten Ankauf je von Fotografie in der Geschichte der BRD, nur mehr mit Motiven, nicht mehr mit Originalen argumentiert wird, ist nicht dann eben jener Tod der Kunst eingeleitet, die dann nicht aufgrund der Reproduktion gestorben wäre, wie Panofsky 1930 bereits schrieb, sondern einer puren Verflachung der Gemüter und Wahrnehmungen geschuldet? Ein Ausblick kann nur in der Sorge und in der Ernsthaftigkeit gesehen werden. Er betrifft nicht nur die Fotografie. In einem Interview, das Louis Bowles im Jahr 1972 sich selber gab und aber jetzt erst veröffentlicht worden ist, gerade vor 2 Wochen, antwortete er auf eine Frage, auf seine Frage natürlich: Was macht die künstlerische Fotografie aus? Louis antwortet: The edge, der Rand, die Schwelle. Und dies war buchstäblich gemeint, denn die Fotografie, so Louis Bowles, sei ein 5-seitiges, flaches Objekt. Und in der Konstruktion des Bildes müsse das Verhältnis dieser Seiten eben berücksichtigt werden. Und ob auch eine dokumentarische Fotografie Kunst sei, fragte er sich selbst und antwortete, und da sind wir auch unterschiedlicher Meinung: Documentation is the art of photography.
Genau dazwischen stehe ich ja hier. Documentation is the art of photography. Wenn die Kunst im Zentrum einer gesellschaftlichen Ethik liegt, so sind Künstlerinnen und Künstler auch aufgerufen, verantwortlich ihre Kunst zu wählen. Das heißt nicht dienen, noch sich einer Meinung dienlich zu machen, aber eine Kunst zu schaffen, die eben diese Ethik aufs Neue entwirft, dem Ethos der Kunst verbunden, Regeln durch das singuläre Kunstwerk zu schaffen, mit denen das Kunstwerk selber jederzeit zu brechen befähigt wäre. Das ist in der Tat der höchste Anspruch an jede Kunst. Und warum soll sie nicht auch an die künstlerische Fotografie gegeben werden oder gelten? Es geht also nicht um eine Differenzierung und Absonderung von wissenschaftlicher, dokumentarischer oder künstlerischer Fotografie, aber um das Begreifen bzw. um die Einstellung der Welt durch, wie Flusser sehr schön sagte, durch die Programme des fotografischen Apparates. In seinem Buch, und das muss ich jetzt eine kleine Klammer machen, weil Sie erwähnten Jan Dibitz und die Ausstellung in Paris, wie hieß es? Pandora's Box. Aber die Ausstellung hat ja ursprünglich einen ganz anderen Namen gehabt. Und ich habe viel mit Jan Dibitz zusammengearbeitet. Wir haben überlegt, was sind die guten Theorien der Fotografien? Und die Ausstellung sollte ursprünglich heißen, in Paris, im Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, La Soupe de Daguerre. Das war der Titel. Und die Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat aber dann gesagt, sowas können wir nicht machen. Das ist ein Affront gegen unseren Nationalhelden Daguerre. Also muss es umbenennen. Aber ich zeige Ihnen nachher noch das Bild gleich. La Soupe de Daguerre. Und da ist tatsächlich Flussers Buch eines der bedeutendsten Bücher überhaupt. Das muss ich auch sagen, klar. In Für eine Philosophie der Fotografie, ich komme auch gleich zum Ende, hatte Wilhelm Flusser das Fotografieren mit Herstellen von informativen Bildern definiert. Die Bilder seien die Verwirklichung der im Programm des Apparates enthaltenen Möglichkeiten. Vor 40 Jahren, also wir gehen jetzt 83 oder so war das. Informativ, so sie neue Möglichkeiten offenbaren, redundant, wenn sie bereits Erforschte wiederholen. Die Grundzüge seiner Philosophie der Fotografie entwickelte Flusser anhand der Begriffe Bild, Apparat, Programm und Information. Sie konstituieren das in Programmen begrenzte fotografische Universum, gegen das er die künstlerische, experimentelle Fotografie als eine grundsätzliche Kritik des Funktionalismus setzte. Wenn mit der Erfindung der Fotografie das nach Flusser nachgeschichtliche Zeitalter einsetzte und wir begonnen hatten, anstatt die Welt nur mehr die Bilder zu bedeuten, dann haben wir den historischen Raum zugunsten der den Raum abschleifenden Bildoberflächen verlassen. Flussers These lautet, dass die Erfindung der Fotografie einen ebenso radikalen epistemologischen Schnitt darstellt wie die Erfindung der Schrift. Und das hätte er direkt im Übrigen auch Baudelaire nehmen können. Die Linearität der Schrift wird durch die kreisenden Wechselbeziehungen der Bilder ersetzt und anstelle der Geschichte und des Bewusstseins der Texte trete die Magie und die Idolatrie des nachindustriellen Zeitalters ein. Eine Welt, so Flusser, in der sich alles wiederholt. Ich danke Ihnen. Aber jetzt gibt es natürlich, jetzt gibt es noch den Nachschlag. Jetzt kommt es jetzt. Also es ist klar, mit Magritte, La Reproduction interdite, es geht um das Hinten. Also es geht, wenn man Zukunft hört und Zukunft hört, es geht darum, dieses Hinten zu begreifen, was wir dann einfach nicht begreifen können. Wir können es nicht. Allein schon physiologisch nicht haben wir dieses Problem, unseren Rücken zu bewahren. Also zwei, also Magritte. Und das ist jetzt Bilder. Das ist ein Bild eines, nur um mir ein weiteres Beispiel dafür, eines französischen Künstlers Éric Rompierre, der um 2000 eine großformatige Suite gemacht, also eine Serie gemacht hat, die heißt Suite. Rompierre, der mit Film über Film als Fotografkünstler mit Fotografie arbeitet, hat von den 24 Bildern des Filmstreifens
genau in der Mitte von zwei Bildern ein quasi Fotogramm, ein Bild gemacht. Das heißt, was Sie hier sehen, ist jeweils eine Viertelsekunde. Eine 24 Bilder die Sekunde und hier haben Sie jeweils ein halbes Bild, ein 48stel sehen Sie jeweils. Es ist eigentlich umgedreht. Sie können den schwarzen Balken, der die Bilder trennt, nicht sehen hier, so schon gar nicht auf so einer Reproduktion. Das ist das Bild. Baudelaire, also das sage ich jetzt völlig romantisch, also ich mache jetzt keine Kunst, ich liebe dieses Bild. Und es ist einfach, es ist tatsächlich ja durch diese Photoglyptie, dieses Verfahren, hat es diese Kolorierung, leichte Kolorierung, ganz selten, nie gesehen sowas. Und die linke Hand ist im Gehrock schon verdeckt, weil sie syphilitisch ist und schon zerfressen. Und der Rest wird auch zwei Jahre später zerfressen sein. Riesig, ja. Hat auch viel geschrieben. Das ist das berühmte Bild von Nadar. Das hatten wir in der Ausstellung in Paris. Kennen Sie das? Dieses Bild ist ein Fotogramm und entstand 1839 im September. Als William Henry Fox Talbot Tannennadeln nahm und sie einfach im Zufallsprinzip, wie Cage später seine Komposition machte, auf das Papier, das sensibilisiert war, streute. Mehr nicht. Es sieht natürlich aus wie dieses Bild von der Galaxie, wenn wir überlegen, diese Momente in einer Dauer, als er streute, und hier ist das Bild der Ursprung, fast am Ursprung der Galaxie. Das Bild, was Sie hier sehen, das Fotografie, ist 12,5 Milliarden Jahre. 12,5 Milliarden Jahre. Also alles, was man da sieht, ist schon längst tot, aber die Fotografie blickt es noch. Insofern, Katharina Sieverding, natürlich ist die Fotografie Zukunft. Das ist nochmal Talbot. Also die Bilder, die ich Ihnen zeige, sind mehr allegorisch. Sie sollen nichts illustrieren oder sowas. Hennemann, der schlafende Hennemann. Das ist so ähnlich wie Katharina Sieverding ihre Fotobaton-Sachen macht, aber das war das berühmte Fotobaton in den 20er Jahren, Duchamp und viele andere, die halt dann in die Spiegelwelt gingen und immer im Gespräch mit sich selber waren. Das war auch von der Ausstellung. Ja, daher habe ich es auch hier. Ich hätte nur Bilder nehmen, die ich habe. Und das ist von John Baldessari, ich glaube 72, wie langsam, also hier ist die Fotografie einer Wolke und er nimmt natürlich einen riesen historischen Bezug in die Geschichte der Fotografie mit Gustave Le Gray, von Gustave Le Gray über Stieglitz und viele andere, der Equivalence, und sagt aber, nein, die Fotografie ersetzt das alles, eine Semiosis sozusagen, und pustet die Zigarre, pustet den Rauch zu dem Bild hin, sodass der Rauch das Bild ersetzt. Das ist natürlich. Jetzt kommt es gleich. Es könnte mal Malraux sein, Musée Imaginaire. Es ist aber Dennis Adams in einem Film, den Sie alle unbedingt, wenn Sie sich Fotografie interessieren, sehen müssen. Der heißt Malraux's Shoes von 2012. Und einen kleinen Clip zeige ich Ihnen jetzt. Nee, halt, das war nichts. Mal zurück. Achso, hier, falsches. Ich muss irgendwas drücken, das hat er mir gesagt. Ja, mit dem Schwert. Mit dem hier, eigentlich sagt er die linke Taste unten. Versuche ich aber. Ah ja. Ein Ton ist dran. Das müsste eigentlich gehen. Finally, people will understand that my rage is connected to its fucking silence. Fucking shit. God damn it.
I should have seen it coming when one of my provincial curators was discovered with blood on her hands, but no traces were found on the artifacts. There was a beautiful disconnect that I first imagined as style, but that I now know was a sign of the total eclipse of history. I can no longer tell a photograph of an ancient Greek bas-relief from a satellite image of Zuccotti Park, pitted stone from digital bits. Time and place are up for grabs. I'm back on the floor of the Khmer Forest in Cambodia, listening through the fog in my throat, then suddenly princely and alone. Ich glaube, ich höre jetzt damit auf. Die anderen lassen wir. Danke.